Hallöchen, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich weiß, eigentlich war es schon gestern soweit. Aber ich bin erst heute dazu gekommen. Und zwar möchte ich euch wieder ein Spiel von Epic Games vorschlagen. Denn es gibt jetzt diese Woche Kingdom Come Deliverance, genau. Kostenlos. Es gibt sogar diese Woche zwei Spiele, wenn ihr euch das mal so anguckt. Also das hier gibt es gratis. Und das hier auch. Ich weiß nicht genau, was für ein Spiel es ist. Da soll es auch gar nicht drum gehen. Jedenfalls könnt ihr euch das auch angucken. Heute geht es um Kingdom Come Deliverance. So. Ihr könnt es euch angucken. Normalerweise kostet das Spiel 29 Euro. Und jetzt mache ich es auch live, das mir einfach kostenlos zu holen. Ich meine, es steht ja schon da. So. Gehen wir hier hin. Ist halt wahrscheinlich die Standard-Edition. Abrufen. Bestellung wird geladen. Und ciao. So, hier gibt es irgendwie auch ein Add-on. Aber das, ne? Einfach nur ohne DLC-Pakete das Spiel. Einfach nur in seinem reinsten Zustand bekommt man einfach mal kostenlos hier in diesem Epic Games Launcher. So, also ich installiere das Ganze jetzt einfach erstmal. Könnte ein Weilchen dauern. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon im Game drin. Das sieht schon mal ziemlich krass aus. Ich mache mal hier die Grafikeinstellungen noch schnell. Dann fangen wir mal neu an, würde ich sagen. Normaler. Was ist denn Hardcore-Modus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das könnte halt so ein einmal sterben, Spiel vorbei Ding sein. Wir fangen an mit dem normalen Modus. Die kleinen Angeber. Grafik ist schon nice. Junge, Junge. Ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Heinrich! Oh, Hast du dich er wieder? hat eine Wunde. Heinrich! Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht wieder. Angekommen bin Gekratzt ich und dann so eine natürlich nicht. Ultra-Fleischwunde. Jetzt du also, Ah. Graumeier. So, kann man jetzt endlich mal spielen hier. Ich weiß zwar schon, dass es auch so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man halt so Story-Elemente mitbekommt, aber ich bin jetzt schon. Ich hab ziemlich Bock. Oh ja, jetzt kann ich ja schon. So. So, die gehen wir mal zu Mutter uns verarzten. Das ist auch die Mutter hier. Das ist so ein krasses Spiel. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ach ja, so ein bisschen ist er jetzt schon verarztet. Okay, sehr gut. So, was müssen wir jetzt machen? Wir haben keine Kohle. Wir können die Parierstange abholen. Ich möchte bitte hier durch. Pass doch auf. Sag mal. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Nun, könnte besser laufen. Kuhne schuldet uns Geld und will nicht zahlen. Dieser Saufkopf? Mit dem wirst du es nicht leicht haben. Was hast du vor? Weiß ich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht rund laufen. Stimmt wohl. Kunisch wird auf nichts anderes hören als die Peitsche. Gib auf deine Zähne acht. Na gut, okay. Der Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt.
Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So, sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Aber ich habe ja jetzt gar keine Kohle. Ich könnte gar keine Kohle, haha, von dem Typen kaufen. Oder bin ich jetzt blöd? Verkaufen? Was kostet denn? So, jetzt müsste ich eigentlich 10 haben. Ich könnte dafür halt irgendwas verkaufen. Komm, der Kapuzenschal. Tschüss. Ach, feilschen. Man kann auch feilschen. Okay. Du kannst dann kaufen und verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot. Lehnt er ab, unterbricht er dir ein Angebot und wartet auf deine Antwort. Komm, weniger, oder? Was sagst du dazu? Na, mal gucken. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja. Ach komm, komm. Darauf würde ich fast einschlagen. Oh ja, komm. So, jetzt haben wir die Kohle gekauft. Kauf ein Bier im Wirtshaus. Na, mal gucken, ob ich irgendwas anderes dafür hergeben muss. Ist aber lustig, dass ich die Aufgabe jetzt abgeschlossen habe, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Ich habe einfach nur meine Sachen dafür jetzt verkauft. Ja, mal gucken. Jetzt holen wir noch das Bierchen. Alter. Oh, jetzt habe ich ihm was Wichtiges übersprungen. Ich glaube, das mache ich nicht. Keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst. Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Oh, sind es dem seine Kumpels? Ach Mist, ey. Ah, ich bin ziemlich dumm, was das angeht. Das ist der erste Dialog, den ich übersprungen habe und das habe ich jetzt gleich zu spüren bekommen. Du? Bier. Dann gehen wir noch zum Vater und haben dann so ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten und nicht mit Fäusten. Ja, da hat er vielleicht gar nicht mal so unrecht. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Geil. Du hast noch viel zu lernen. Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Also ich muss ja gerade wegrennen, weil unser Dorf hier angegriffen wurde. Und ja, ich würde sagen, es war einfach genug Einblick für euch. Wie gesagt, es ist ein kostenloses Spiel und vor allem ist es halt einfach wieder ein Vollpreistitel, ja, den man auf jeden Fall mal ja anzocken sollte, meiner Meinung nach. Ich finde, es ist schon relativ spannend. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stückchen weiter zocken. Ja, aber auch einfach für euch, damit ihr Bescheid wisst, bis Freitag geht das Angebot noch und holt es euch. Gönnt es euch, es ist kostenlos. Ja, man könnte dafür auch 30 Euro ausgeben und wenn es einem dann nicht gefällt, hat man 30 Euro in den Sand gesetzt, aber so, wenn es euch so nicht gefällt, dann habt ihr halt nichts ausgegeben, ne? Also dann, ich reite jetzt hier ein bisschen von dannen und
Euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis dann.